2009 wegen Zensursula bin ich beim Piraten eingetreten in Dresden. Also mitten in der Zensurphase, wo sie gemeint haben, sie könnten Internetsperren gegen Kinderpornografie aufstellen. Der also eine Kinderpornoseite ansurft, der kriegt dann ein Stoppschild gezeigt. Das war der Plan von unserer heutigen und damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen, die danach Verteidigungsministerin war und die jetzt Präsidentin der Europäischen Kommission ist. Das hat mich zur Politik gebracht und dann war ich im September Mitglied und im Dezember war ich Vorstand von den Piraten Dresden. Ich war der einzige Kandidat, hat sich keiner getraut. Und dann haben alle Piraten gesagt, wir wollen Europapolitik machen, wir wollen Bundespolitik machen. Und ich habe gesagt, ja, aber dafür braucht man keinen Kreisverband Dresden. Und habe mich also in die Kommunalpolitik geschlagen, 2010, 2011. Dann ging es darum, dass wir Coloradio und freies Radio unterstützen. Und mein Vorstand hat gesagt, naja, also 5 Euro ist zu wenig, um was zu bewirken. Aber mehr können wir uns nicht leisten. Dann bin ich zu Coloradio hingegangen und habe gesagt, wie kann ich in euch unterstützen? Und macht doch eine Sendung über den Stadtrat. Und das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Ich glaube, ich habe eine Sitzung gefehlt, weil ich im Urlaub war. Ansonsten habe ich jede Sitzung live vor Ort im Rathaus verfolgt und habe mich also seit jetzt 9 Jahren in das Thema wirklich eingearbeitet. Ich bin auch süchtig nach Kommunalpolitik. Also ich lese den Kommunalteil als erstes online wohlgemerkt, nicht mehr in Papierform. Und würde also behaupten, dass ich einen relativ guten Überblick habe über die Politik in Dresden und auch über die Politik. Und auch über die Politik im Allgemeinen. Ich habe mir ein kleines Skript gemacht, was ich auch gern verteilen kann mit diversen Links, falls das jemand hinterher interessiert. Und die Überschrift lautet, Demokratie lebt vom Mitmachen. Ich bin also ganz fest davon überzeugt, dass die Demokratie die beste Sache ist, die es gibt. Und ich würde das System, ich will nicht sagen von innen heraus, da müsste man ja Politiker sein, aber ich will innerhalb des Systems Veränderungen herbeiführen. Keine Revolution, kein Schnickschnack, sondern wir haben ein sehr gutes politisches System. Ich bin aber unzufrieden mit den Politikern. Die machen sich's relativ bequem. Ich habe kürzlich Presseanfrage gestellt und wollte wissen, was hat uns denn der Stadtrat letztes Mal gekostet zwischen 2014 und 2019, das ist ein abgrenzbarer Zeitraum. In dem Zeitraum 5 Jahre haben alle ehrenamtlichen Stadträte, Stadtbezirksbeiräte, Ortsbeiräte, Ortschaftsräte, Beiräte und so weiter den Steuerzahler 7,5 Millionen Euro gekostet. Das macht also über den Daumen gepeilt 1,5 Millionen Euro im Jahr. Und es führt unter anderem dazu, dass ein Stadtrat, der in mehreren Ausschüssen sitzt, durchaus 2.500 Euro netto an Ehrenamtsentschädigung bekommt. Das ist also kein Gehalt, sondern eine Ehrenamtsentschädigung. Und mit 2.500 Euro netto, brutto, da kann man schon ein ganz nettes Leben führen. Das kriegt nicht jeder Stadtrat, aber damit kommt man durch. Und ich habe das Gefühl, sehr viele ruhen sich auf ihrem Mandat aus, heben die Hand, wenn der Fraktionsvorsitzende die Hand hebt. Und das ist mein persönlicher Eindruck, das ist also nicht die Wahrheit. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, Demos, das Volk, und Kratein heißt Herrschen. Also Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Kommt aus dem Griechischen. Die griechische Polis hatte damals bis zu 5.000 Menschen. Und wir sind eine Stadt mit 560.000 Menschen. Das heißt, das Demokratieprinzip, dass jeder mitbestimmen darf, funktioniert vielleicht in der 5.000 Einwohnergemeinde, vielleicht auch noch bei 10.000. Aber bei 560.000 bei allen Entscheidungen mitreden zu wollen, halte ich für utopisch. Ich habe mal durchgezählt, es gab in der Wahlperiode bis 2019 ungefähr 3.300 Vorlagen der Verwaltung. Das heißt, die Verwaltung erarbeitet es, macht es auch rechtssicher, prüft es also durch alle Instanzen durch und die Fraktionen haben ungefähr 700 Anträge gestellt. Damit kommt man also auf ungefähr 4.000 Entscheidungen in 5 Jahren und wenn man sich das runterrechnet, landet man bei ungefähr 1 bis 2 Entscheidungen jeden Tag. Lass ruhig offen, bitte. Das Knirschen ist viel schlimmer. Also jeden Tag müsste auf Dresden-Ebene allein müssten 1 bis 2 Entscheidungen getroffen werden im Schnitt. Da sind auch Ausschussbesetzungen dabei, die in 5 Sekunden gehen oder in einer Minute. Aber es wären sehr viele Entscheidungen. So, jetzt fange ich nochmal von oben an und erkläre Begriffe, die ich für sehr wichtig halte. Die Demokratie ist unter anderem dafür da oder wird geschützt durch die Gewaltenteilung, dass also die
Legislative, das Parlament, die Regierung kontrolliert, was die Exekutive wäre, und die Judikative, sprich das Recht. Und ich habe mir angeguckt, wie viele von der Staatsregierung sind denn gleichzeitig auch noch Mitglieder im Landtag. Und ich kann euch sagen, von der CDU glaube ich jeder, also der Ministerpräsident hat gleichzeitig noch ein Abgeordnetenmandat, die Minister von der CDU auch, bei der SPD glaube ich, haben einige auf ihr Mandat verzichtet, und bei den Grünen bin ich mir nicht sicher, da könnte es halbe halbe sein. Und dann sind die also sowohl in der gesetzgebenden Gewalt als auch in der ausführenden Gewalt, und das halte ich für ein Problem. Das lässt die Verfassung zu, aber die Gewaltenteilung wird damit in gewisser Weise unterlaufen. Und jetzt werden wir per Verordnung regiert, was eben kein Gesetz ist. Das Gesetz macht der Landtag und die Verordnung macht die Regierung. Und die Regierung kann im Moment gerade schalten und walten, wie sie will, weil der Landtag die Hacken zusammengeschlagen hat, gesagt, die pandemische Notlage ist da und die Regierung soll erstmal machen. So, nächster Begriff: Föderalismus. Viele Dinge können auf Landesebene entschieden werden, unter anderem die Kulturhoheit der Länder ist aus dem Dritten Reich hervorgegangen, dass man die eingeführt hat, damit also die Regierung keine Allmacht hat, sondern dass die Länder dem widersprechen können. Dabei will ich es erstmal bewenden lassen, und der letzten, dritten Begriff, den ich aufgeschrieben habe, ist Subsidiarität. Das bedeutet einfach, regelt die Sachen, die ihr vor Ort regeln könnt, tatsächlich vor Ort, und die, die im Land entschieden werden müssen, im Land, und die, die im Bund entschieden werden müssen, eben im Bund. Aber lasst den kleinen Ebenen ihre Entscheidungsvollmacht, und dazu gehört unter anderem die kommunale Selbstverwaltung. Viele Sachen kann die Stadt Dresden, also die Stadtverwaltung, selber lösen oder regulieren. Eine Sondernutzungssatzung zum Beispiel, wenn ein Gastronomiebetrieb Stühle auf die Straße stellen will, dann nutzen sie den öffentlichen Straßenraum, verhindern somit, dass andere diesen Raum nutzen können. Und lasst euch offen, bitte. Und dafür müssen sie Geld entrichten, und zwar eine Verwaltungsgebühr, damit sie diesen öffentlichen Raum nutzen können. Und das hat keinen Zweck, das auf Bundesebene zu regeln, weil auf der Bundesebene weiß man gar nicht, wie es vor Ort aussieht. Das weiß die Stadt dann besser. Was habe ich als nächstes aufgeschrieben? Sehr relevant für die Kommunalpolitik ist die sächsische Gemeindeordnung. Da wird wirklich alles geregelt. Welche Rechte und Pflichten hat der Oberbürgermeister oder in kleineren Gemeinden der Bürgermeister? Welche Rechte und Pflichten haben die Stadträte? Welche Rechte und Pflichten haben die Beigeordneten, also die beigeordneten Bürgermeister? In großen Kommunen gibt es also Beigeordnete, in Dresden sind 6. Einer ist für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, einer ist für Umwelt- und Kommunalwirtschaft, einer ist für Finanzen, einer ist für Kultur- und Denkmalschutz, einer ist für Ordnung und Sicherheit, und wen haben wir noch? Finanzen, der Oberbürgermeister. Der letzte fällt mir gerade nicht ein, komme ich noch drauf. Ach, der Bildungsbürgermeister, genau. Also vieles ist in der sächsischen Gemeindeordnung geregelt, und ich kann euch sagen, lest sie euch mal durch. Es ist wirklich einigermaßen verständlich, und es regelt sehr viele Angelegenheiten der Kommune, in die der Bürger normalerweise keinen Einblick hat, aber es ist sehr interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Sächsische Gemeindeordnung. Danach habe ich 2 Links gepostet, die erzähle ich euch nur ganz kurz. Einmal die Hauptsatzung, die regelt es dann noch genauer, und zwar konkret für Dresden. Die sächsische Gemeindeordnung gilt für alle Kommunen in Sachsen. Die Hauptsatzung, über die beschließt der Stadtrat, und die gilt also nur für Dresden. Auch dort gibt es Regelungen, wie zum Beispiel, wie viele Menschen müssen ein Bürgerbegehren unterschreiben, damit es zur Geltung gelangt. Und es sind auf Sachsen-Ebene, sagt man, 10%. Aber nicht weniger als 5%, und Dresden hat sich also dazu entschieden, dass nur 5% der Wahlberechtigten dieses Bürgerbegehren unterstützen müssen, damit es zur Geltung gelangt. Und ich habe mal ausgerechnet, wir hatten nicht ganz 500.000 Wahlberechtigte letztes Mal, also irgendwas 480.000. Das bedeutet also, um ein Bürgerbegehren zu starten, braucht man ungefähr 25.000 Unterschriften. Das ist eine Hausnummer, das wurde noch nicht oft erreicht in Dresden. Ich glaube, so 3, 4, 5 Mal. Das Letzte, an was ich mich erinnere, was erfolgreich war, war der Bürgerentscheid zu den Krankenhäusern. Da hatte die Linke, wie ich finde, recht populistisch gesagt, wir wollen die Privatisierung der Krankenhäuser verhindern, also Klinikum Neustadt, Klinikum Friedrichstadt. Inzwischen sind die beiden in einen Eigenbetrieb zusammengelegt worden, und im Moment gibt es einen Finanzierungsbedarf von 400 Millionen Euro. Sie wollen also das Krankenhaus Dresden-Neustadt dicht machen.
weil es von 1928 ist und von den baulichen Begebenheiten einfach nicht mehr oder nur unter sehr hohen Kosten aufgemöbelt werden könnte. Das heißt, der Bürgerentscheid hat gesagt, ja, Privatisierung droht, die droht aber nie, es hatte keiner vor. Klar ist, die Krankenhäuser sind zuschussbedürftig und es wird auf absehbare Zeit so sein. Das war also der letzte erfolgreiche Bürgerentscheid. Es gab noch einen gegen eine Bundesstraße, glaube ich, gegen die A172 und eventuell noch einen dritten, die Waldschlösschenbrücke. Ich war dagegen, ich habe dagegen gestimmt und dann gucke ich am nächsten Tag und da heißt es, 2/3 waren dafür. Bums. Also, die Linke wettert heute noch gegen diesen größten, teuersten Schwarzbau in Sachsen. 180 Millionen ist, glaube ich, die Zahl, die im Moment rumgeht. So viel hat es gekostet. Und es ist also relativ schwer, 25.000 Menschen zusammenzubringen. Also das ist schon eine hohe Hürde. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe einen Link zu einer Seite gemacht, die kennt kaum einer. Es gibt eine Seite mit allen Satzungen und ähnlichen. Es gibt noch irgendwelche Verordnungen, Polizeiverordnungen. Die Stadt Dresden hat also auf einer Seite alle Satzungen zusammengefasst. Man kann da drin mal schmökern. Es ist sehr viel. So, jetzt komme ich nach dem kleinen Schlenker dazu, wie man sich denn tatsächlich in die Stadtpolitik einmischen kann. Und ich habe mir als niedrigste Schwelle aufgeschrieben, die schriftliche Kontaktaufnahme mit Stadträten und oder Fraktionen. Und ich habe also alle Adressen gesammelt. Ich habe also von allen Stadträten die E-Mail-Adresse, ich habe auch teilweise das Geburtsdatum, die Wohnadresse. Das würde ich nicht veröffentlichen, aber die E-Mail-Adressen von allen Stadträten habe ich mir aus dem Internet zusammengesucht. Kleine Fleißarbeit. Einfach mal einem Stadtrat von seinem Stadtteil eine Frage stellen. Das wäre das Niedrigschwelligste, was es gibt. Und ich kann euch sagen, die antworten euch, ob euch die Antwort gefällt, weiß man vorher nicht. Aber man zeigt Interesse und in der Regel kommt auch wirklich eine Antwort. Dauert manchmal eine Woche, kommt aber. Die zweite Sache, auch sehr niedrigschwellig, man kann zur Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters gehen. Die findet also, glaube ich, jeden Monat statt. Inzwischen ist sie regelmäßig ausgebucht, man kommt also erst im übernächsten Monat dran und bekommt dann 15 Minuten Gespräch mit dem Oberbürgermeister, um ihm sein teilweise auch privates Problem zu schildern und dann guckt er, was er noch machen kann. Ich war seinerzeit mal da und wollte was wegen Digitalisierung und offene Daten, also Internet wissen. Es war ein sehr nettes Gespräch, hat mich motiviert, viel rumgekommen ist dabei nicht, also zumindest nicht für mich messbar, aber es hat sich seitdem was getan. Ob das mit mir zusammenhängt, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht habe ich ja den einen oder anderen Tipp gegeben. Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das dazu. Dann gibt es eine Möglichkeit, zur Einwohnerfragestunde im Stadtrat zu kommen. Auch dort muss man sich anmelden, relativ formlos, es gibt eine konkrete E-Mail-Adresse. Man muss die Frage vorher einreichen, ich glaube mit 2 oder 3 Unterfragen. Und es werden alle Fragen beantwortet, aber es kommen nur 6 Menschen, glaube ich, dran in der Stadtratssitzung. Und dann kann man sich entweder ein Mikrofon stellen, wo die Kamera einen vom Rücken her zeigt, man also sein Gesicht nicht zeigen muss, oder man kann, wenn man will, auch ans Rednerpult vorne treten und dann wird das ganz normal im Livestream übertragen. Das heißt, man outet sich dann auch. Der Name wird immer genannt, man kann sich also nicht anonym dort bewerben, halte ich auch für Blödsinn. Aber dann kriegt man wirklich eine größere Aufmerksamkeit und ich würde sagen, das ist schon jetzt was, wo die Öffentlichkeit mehr einbezogen wird, wo alle Stadträte einem zuhören müssen und die Verwaltung auf die Fragen antwortet. Habe ich schon mal gemacht, aber ich wurde nicht drangenommen, meine Frage wurde dann schriftlich beantwortet. Die nächste Möglichkeit, auch sehr niederschwellig, habe ich auch schon mehrfach von Gebrauch gemacht, sind Petitionen. Das sind Bittschriften. Das sollte man immer im Hintergrund halten. Es ist eine Bitte. Also man geht sozusagen zum Regenten, zum Herrscher und bittet um etwas. Und das muss man vorher einordnen. Man kann also Petitionen sowohl an die Stadtverwaltung richten. Könnte ich noch was dazu sagen, was die Stadtverwaltung macht und was der Stadtrat macht. Es macht aber einen Riesenunterschied, ob ich mich mit einer Bitte an den Stadtrat wende, der politisch etwas entscheiden kann, oder an die Verwaltung, die nach Recht und Gesetz handeln muss und nicht einfach handeln kann, wie sie lustig ist. Also es macht einen Unterschied, an wen man die Petition richtet und im Zweifelsfall entscheidet es die Stadtverwaltung, in welche Kategorie es fällt und dann wird es entweder an den Petitionsausschuss weitergeleitet und der beschäftigt sich damit oder aber die Stadtverwaltung antwortet selber und man hat ein Recht auf eine Antwort und die kommt auch in angemessener Frist, ich glaube 4 Wochen. Und last but not least, Bürgerbegehren, 1. Stufe, Bürgerentscheid, 2. Stufe.
ist in der Hauptsatzung zum Teil festgelegt und inzwischen gibt es auch eine sogenannte Bürgerbeteiligungssatzung. Die haben Rot-Grün-Rot vor ein, zwei Jahren beschlossen und haben das als was Neues verkauft. Es gab aber in der Vergangenheit schon eine Bürgerentscheidssatzung, also nicht Bürgerbeteiligungssatzung, sondern Bürgerentscheidssatzung. Die war mehr oder minder gleichlautend. Und jetzt hat Rot-Grün-Rot das als kleinen populistischen Erfolg neu aufgelegt, hat dem Kind einen neuen Namen gegeben, hat es auch teilweise verbessert. Und da ist es also wirklich nötig, dass man, ich bin mir nicht sicher über die erste Stufe, aber ich glaube, diese 25.000 ist schon die erste Stufe. Dann geht es in den Stadtrat und der Stadtrat entscheidet politisch darüber, nicht juristisch, politisch, ob dieses Bürgerbegehren bzw. der mögliche Bürgerentscheid tatsächlich, wie ist der Ausdruck, nicht rechts, also sie entscheiden politisch darüber, ob der gerechtfertigt ist. Aber es ist eine politische Entscheidung, keine juristische. In der Vergangenheit war es so, sie haben alle möglichen juristischen Argumente dagegen angeführt, aber im Endeffekt eine politische Mehrheit sagt ja oder nein. Da können sie einen also abwürgen. Und ja, ich würde sagen, das war lang genug. Letzter Hinweis, am Donnerstag ist Stadtrat. Er findet in der Messe statt, also etwas außerhalb von der Innenstadt. Das hängt mit den Quarantäneregeln zusammen oder mit den Corona-Maßnahmen. Der Oberbürgermeister möchte gern wieder in den Plenarsaal zurück, aber es gibt wohl noch kein Hygienekonzept. Man kann sich diesen Stadtrat im Livestream angucken. Es gibt sowohl Audio-Stream für jemanden, der mit dem Smartphone unterwegs ist. Es gibt aber auch einen Videostream und den zeichne ich mir regelmäßig auch mit auf, teile ihn nach Tagesordnungspunkten und lade ihn dann auf YouTube hoch. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Das Schneiden kostet eine Stunde. Das habe ich inzwischen raus. Aber das Hochladen dauert einfach, weil meine Internetverbindung nicht so gut ist. Und dabei gucke ich mir die Sitzung natürlich dann auch nochmal an und finde also oftmals sehr große oder gute Ansatzpunkte, wo man als Bürger was machen könnte. Aber im Moment bin ich halt Einzelkämpfer. Also ich mache sozusagen Werbung, ich kenne mich aus, ich kann euch sagen, wo ihr eingreifen könnt und ich kann nur sagen, probiert's aus und danach kann jeder sozusagen wirklich seinen eigenen Weg gehen und braucht mich auch nicht mehr. Ich würde sozusagen nur Starthilfe geben wollen und dann muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ganz im Sinne von Bodo Schiffmann und Samuel Eckert, die sagen, Selbstermächtigung bzw. Selbstverantwortung, davon lebt die Demokratie. Ich brauche also keinen Rudel, was mir hinterherläuft und sagt, ach, du bist toll, du hast einen tollen Antrag gestellt oder was, sondern jeder kann wirklich selber machen und bei den großen Sachen braucht man dann tatsächlich 25.000 Menschen. Aber die Stufe, so weit sind wir noch nicht. Aber das wäre sozusagen meine Vision, in die Zukunft gedacht, dass wir irgendwann so viel Schlagkraft haben, dass wir in kürzester Zeit mit Papierlisten 25.000 Unterschriften sammeln können. Und damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank fürs Zuhören.